Schnibbel die Stopp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und 1860 München. Diese Traumsaison geht weiter, heute gegen den FC Bayern München für uns zu Hause. Oh, die haben auch Griezmann geholt. Bayern gegen 1860, das ist das Derby, das harte Derby, ja, für uns. Und irgendwann wird das ein richtig geiles Derby werden. Bayern gegen 1860, 1860 gegen Bayern. Wir haben eine berauschte Saison. Ich bin am überlegen, welchen Trikot die spielen. Die spielen in schwarz, scheiß drauf. Wir werden dann danach dafür irgendwann mal in den Auswärtstrikots auch spielen, wo die dann in rot spielen, ganz einfach. Welche Leute wir einsetzen wollen, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich bin am überlegen, ob ich nicht rotiere. Irgendwas tausche, zum Beispiel De Jong, der kann besser defensiv spielen als das Wanschak. Boah, Nandes, Defensive, krass. Besser als so manchen Innenverteidiger, der Typ. Was hast du da nochmal für Werte in der Defensive? Typ ist schon geil mit 20-74 zu haben, der muss auch mal wieder ins Training kommen bei uns. Ist aber auch egal, der FCB wird bei uns zu Hause spielen und wir werden zu Hause auf Konter wohl setzen, vermutlich. Weil ich mir sonst nicht vorstellen kann, wie wir das zu Dijkson haben. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, was mit Frankreich los war jetzt. In Frankreich los war. Schon übel. Wir müssen einfach alle ganz normal weitermachen. Und wir würden den nur... Oh, der ist drin! Unhaltbar, das Ding! Wir würden den nur den Terror gewinnen lassen. Auf die Art und Weise. Lappig, wir springen rein in die Partie, go go. 1860 München empfängt den FC Bayern München, was schon mal ganz interessant ist und mir fällt gerade auf. Ich habe mal wieder hier nichts. Taschentücher, hammer geil. So, das Klatschen im Hintergrund war mein bullshittiges Handy, was meinte sich, um meine Kopfhörer zu schlingen. Und dann ist es halt abgekackt. Pech für meine Kopfhörer. Nee, doch, Pech für mein Handy. Ist eh in der Hülle drin. Von daher ist es mir egal, ja. Bayern mit uns zusammen, beste Defensive. Also wir dann Bayern. Dass Bayern München eine schwache Defensive hatte, hätte mich auch sehr gewundert. Es wird sich halt zeigen, wie stark wir wirklich sind, wenn wir gegen Bayern... Halt mal ein bisschen mein Mikro umstellen. Wenn wir gegen Bayern eine relativ gute Partie spielen, ist das okay. Manuel Neuer steht nicht in der Startelf. Ich habe Bad Stuber und Alaba gesehen. Tom Starke war das. Frank Acher. Griezmann und den Frank-Typi kenne ich gar nicht. Eine Dreier-Defense, das ist gefährlich. Arturo Vidal und dann kommen da noch zwei Mittelfeldspieler. Schon eine interessante Aufstellung. Griezmann, super viel Knete haben die bezahlt für den. Das ist unser ganzer Kader, so viel wert wie Griezmann. Schon lustig. Schon lustig. Eigentlich müsste das Stadion jetzt blau leuchten und nicht rot. So, Anstoß für die Jungs. In blau-weiß von links nach rechts. 1860 gegen Bayern München. Wird eine interessante Partie. Wir haben ja in der Saison relativ gut bis jetzt gespielt. Hatten aber noch keinen der obrigen Klasse dabei gehabt, außer Hannover. Und die haben uns fast weggebrochen, weil die defensiv sehr gut gestanden haben, körperlich stark gespielt haben. Keine Ahnung, Bayern lässt uns erstmal kommen. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe gedacht, die würden direkt pressen wie die Teufel. Lahm mit einem guten Schritt. Papp. Dass der ankommt, ist schon verwundernswert. Rode. Das funktioniert. Hab ich nicht gedacht. Foul. Von Arturo Vidal an Nahati Nandes.
Dem ist es Wurst. Ulchik. Manchak. Kötze. Die Idee war keine gute. Uleiso, oh, Faulenzen. Faulenzen ist gut. Oh, dass der da so geschmeidig an mir vorbeigehen darf. Sané, bitte. Leg dich auch mal in die Zweikämpfe rein. Griezmann. Arturo Vidal und Nandes kann ihn einfach nicht aufhalten. Dragowski. Jetzt hatten beide Teams lange, lange mal den Ball gehalten. Schlechter Pass von Wanschak aus der Drehung heraus in den Müll. Spieler für die Tonne gerade aus der Aktion. Papp. Immer noch Papp. Und dann ist es Kötze. Was für ein Pass. Wanschak noch nicht richtig drin. Gegen Bayern müssen wir aufpassen. Ja, hammergeil. Ich bin von Nandes Bewegung zum Ball beeindruckt. Konnte ich nichts machen. Nandes hat sie so gestellt, dass ich den nicht mehr anspielen konnte. War natürlich richtig awesome. Und Kötze ist einfach zum Passen nicht geboren. Der kann es halt einfach gar nicht. Dem Gegner jetzt doppelt den Ball geschenkt. Aller guten Dinge sind drei. Wanschak ist gar nicht drin in der Partie. Schenkt dem Gegner ein ums andere Mal einfach den Ball. Einfach den Ball geschenkt. Zweimal jetzt in Folge. Wanschak gar nicht gut. Die linke Seite funktioniert noch nicht in dieser Partie. Die Innenverteidigung dagegen schon eher. Aber die beiden Defensiven funktionieren noch gar nicht. Vor allem Wanschak. Vor allem Wanschak. Ah. Ah. Nandes immer mit den ich stehe irgendwie nie wirklich gut Aktionen. Schön, dass das nichts geworden ist. Wulai. Ulchik. Technisch zu schwach. Vidal ist sauschnell. Das war richtig gut gemacht. Ah, da bleibt mir hier gar nichts anderes übrig, als das so zu machen. Nahati Nandes, sehr schön gemacht. Den Philipp voll vom Ball getrennt. Kötze hier. Ulchik. Ja. Oh, NFK vom Stellungsspiel halt mal überhaupt nicht top gewesen, aber da holt er sich dann den Ball direkt zurück. Kötze, Riesenproblematik mit der Ballannahme gehabt. Ist ja eh so unser Riesenproblem. Ballannahmen. Der war gut. Auch nur, weil ich keine andere Wahl hatte. Nefkara fast mehr im Stolpern als im Gutpassen. Sané. Gulay. Der war scheiße. Die Ballannahme war schrecklich. Und dann kommt halt nur Müll dabei raus. Wenn du den Ball nicht annehmen kannst, ist halt die Aktion schon gestorben. Er dachte, der geht da nicht mit. Der Avest. Ulay. Nandes. Kriegt hier null Unterstützung von Wanschak. Sané aber. Nandes. Ulay. Sané, und das war einfach nur grausig gemacht, aber immerhin mal in den 16er rein. Na, Wanschak bleibt in dieser Partie schrecklich als Spieler. Das war mehr als offensichtlich.
Das war gut überlegt. Aber es funktioniert halt gerade gar nicht. Deswegen der Pass. Ja, das hat halt gar nicht geklappt. Boulay ist nicht drin. Aber immerhin ein 0:0. Wir haben viel Ballbesitz, haben auch einmal geschossen. Das war's aber auch. Tja. Boulay hat gut gespielt. Kötze hat sich auf den Außen häufig vernaschen lassen. Boulay geht aber jetzt raus. Noch einen schnelleren Spieler rein, der noch frischer ist. Sonstigen waren wir eigentlich ganz okay. Nur Ballannahme war halt total abgekackt. Viel Ballbesitz von den Löwen in Blau-Weiß. Nandes reagiert zu spät. Ulcik, der reagiert wenigstens gut. Der Ball ist richtig gut gewesen. Richtig schön, richtig weit auf Sané. Über Kötze. Was für ein Ball, ey. Van Schaak, drin das Ding, ich fass es nicht. 1860 führt. Hier, Gabriel direkt rübergelegt nach Ballannahme. Direkt Pass und dann Van Schaak so frei. Darf man mal schießen. Und dann ist der Ball halt drin. Das 1:0. Im Derby. Und die zählen jetzt immer doppelt und dreifach, weil es ist Bayern und es ist unser Derby. Es ist unser Hardcore-Derby. Derbiger geht's nicht. Das ist wie Milan gegen Inter. Schön gespielt. Wir bleiben auch weiterhin defensiv, was das Ganze... Schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Bilal gegen Alaba, null Chance. Kötze, Van Schaak. Der ist gut. Der war auch nicht schlecht. Was war das denn? Wie der Ball einfach weggerollt ist. Ja, die Bayern können halt passen, ne? Passen den Ball einfach die ganze Zeit hin und her. Der Arv ist lang, Papp, und dann ist der Ball erstmal gerettet. Sané hier wird hier hart unter Druck gesetzt und spielt dann das Ding. Das war ein Fehler von mir, ganz klare Geschichte. Nefkara, Gabriel, Kötze, Nefkara, Nefkara, Foul. Klares Foul. Könnte eine rote nach sich ziehen, wenn er Pech hat. Könnte aber auch nur gelb geben. Ja. Aber die sehen das nicht so, dass der Fkara durch gewesen wäre. Dementsprechend gibt es dafür gelb. Wechsel jetzt auch bei München. Nächstes Spiel Stuttgart. Jetzt wissen wir gar nicht, wer eingewechselt wird. Hammer geil. 26 Meter. Wie sieht es eigentlich aus mit... na, da sehen wir die Werte. Mit Sané, ja. Nefkara! Der war richtig gut, aber auch eine richtig gute Parade von Stark. Von Starke, Tom Starke. Ändert aber nichts daran, dass der Freistoß wirklich mal auch gut getreten war. Gabriel, der hat schon Schwung gebracht. Die nächste Auswechslung könnte nun das werden. Sané, Van Schaak, Götze. Bleibt ihn auf den Spuren. Schön gemacht. Sané steht einfach im Weg. Ganz top.
Und Nefkara natürlich auch. Schrecklicher Pass. Kann passieren. Oh, hätte ich den Ball da erwischt. Lächerlicher Pass. Bilal. Schön auf Nefkara. Gabriel. Bilal. Und was macht der? Der hat einfach keine Ausdauer mehr und tritt den Ball so hässlich, wie es geht. Meine Fresse. Klar steht da einer am Weg, aber so kacke kann man ihn noch nicht treffen, den Ball. Wanschak geht raus. De Jong kommt noch rein. Der Doppelwechsel hier. Als nächstes. Terabes. Natürlich kann der Junge einen Ball annehmen. Nandes. Wanschak. Leroy. Doppelwechsel bei uns. Bleiben natürlich defensiv eingestellt. De Jong hier. Bleiben wir defensiv. Auch mit einem 1:1, wenn das denn passieren sollte, bin ich noch top zufrieden. Nefkara gegen Alaba. Alter, ist der schnell und der ist auch sehr schön. Wie gesagt, selbst damit bin ich noch super zufrieden. Tom Starke, der hat hier zwei Top-Paraden gehabt. Der war nicht mal nötig, aber gut, er hat ihn halt gehalten. Guck gerade mal auf den Radar. Den kann ich auch normal rauslegen. Hätte ich den rausgeflankt, wäre das vielleicht schlecht geworden. Gabriel, tolle Ballannahme. Und De Jong ist natürlich da, um den zu verkacken. Aber das macht er danach richtig stark. Wo ist Nefkara, wenn man geile Pässe braucht? Aber okay, den hätte Nefkara auch nicht besser hingekriegt. Nandes kann dafür gerade wenig. Riesenfehler. Geht unter hin. Meine Fresse, was ist das für eine Abwehrleistung? Verpisst euch bitte jetzt nach hinten. Meine Fresse. Übel. Ganz schrecklich verteidigt. Abstoß. Aber was war das verteidigt? Das war ja nichts. Zum Glück bin ich mit Kötze gelaufen und der hat nicht gepasst. Glück für uns. Und das Spiel ist vorbei. 1860 besiegt Bayern München mit 1:0. Sehr schön. Derby gewonnen. Bei uns ist diese Saison eindeutig was drin. Defensiv wieder gut gestanden. Mit Lang und Papp und Dragowski eine tolle Parade gehabt, die er brauchte. Mit der Elf alles richtig gemacht und Gabriel ist der mit der Torvorlage heute gewesen. Richtig gut gemacht, der Junge. Der hat auch gut gespielt. Danach haben wir halt kaum noch Chancen gehabt. Haben das Heimspiel gewonnen gegen den FCB. Sehr geil. Natürlich rennt er mich richtig hart am Aufregen zurecht. Wie ich finde. Aber für das, was das was es am Ende ist, das 1:0 als Aufsteiger gegen Bayern. Mit dem Kader, das war schon geil. Das war übrigens richtig stark gespielt. Und Dragowski, super Reflex. Aber auch wir können schnell einen Zug machen. Und das war der von uns. Zwei schöne Pässe und dann steht halt Wanschak total frei. Und das wollten wir dann halt nutzen. Hier, der Freistoß dann durch Badstuber herausgeholt. Also
von Efgara rausgeholt, durch Bartstuber verursacht. Der hätte auch drin sein können. Und dann nochmal Leroy Sané. Aber alles in allem bin ich total zufrieden mit der Partie gegen FCB. Natürlich, die haben gekämpft. Die haben gekämpft, gekämpft, gekämpft. Der FCB war natürlich stark. Das war übrigens noch sehr gefährlich. Wenn Alaba den richtig geil erwischt, dann ist der auch vielleicht drin. Aus der Position, er hat da richtig Bums gehabt. Aber sollte nicht sein, dem FCB gelingt kein Tor gegen 1860. Top gespielt, Gabriel hat super gezündet. Wandschak, top. Der Verteidigung, Kötze hinterher ein bisschen stärker gewesen. Dragowski, bester Mann. Heute mit Wandschak zusammen. Und Nandes, 7-1, 7-1 und 7-1. Und damit besiegen wir die Bayern. Spieler des Monats ist Trimmitsch. Das ist schon geil. Wir gucken uns den mal an. Geil. Das sind Top-Werte. Da könnte man mal überlegen, den vielleicht sich zu holen. Das ist schon ein geiler Wert. Josef Zimmer. Hier der 18-Jährige, der hat 64. Der könnte lustig werden für uns. Also den könnte man vielleicht noch holen und dann verleihen. Ja, 3600 bin ich auf jeden Fall bereit zu bezahlen. 3600 für Jahre. Rotationsspieler. Kombi Mahjong. Kann halt noch was werden, ne? Das ist halt das Interessante an dem. Ja, Nationaltrainer auf Härte von Peru. Das waren schon Top-Spieler. Ter Avest, Old Chic, Jesus, De Jong natürlich. Sané. Old Chic und Jesus. Ter Avis nehme ich ausnahmsweise mal raus. Jetzt darf wer anders pumpen und punkten. Nicht Old Chic im Mittelfeld, sondern... Nahti Nandes hat sich schon auf glatte 75 verbessert. Nice! Top! Heißt aber nicht, dass ich den nicht noch geiler haben will. Übersicht und Pass. Als natürlich auch lernen. Jesus könnte jetzt auf 72 sich verbessern mit dem Plus. Nein, schafft er nicht. Die Wurst. Schafft er nicht. Nandes, der sich auf 75 schon verbessert hat. Vorher. Ja, Nandes schon 4,6 Mille wert. Die sind 20, die beiden. Die sind so geil. De Jong leider auch noch nicht so viel. Kommen am Ende. Kombi Mjang ist da. Hallo, willkommen auch im Verein. 18 Jahre jung. Kann man auf jeden Fall was anfangen. Und das ist halt das Wichtigste für uns. Ter Avis hat er sich so verbessert, der geile Mann. Ach, Nationalmannschaft hat natürlich jetzt getagt. Geil. Und da gilt's für Old Chic einen ganzen Punkt nach oben. Puff. Geil, das Ding. Das ist richtig top. 2 Punkte gemacht, 50% Marktwert nach oben geschoben. Sané auch, aber Ter Avis natürlich auch. Die müssen wir natürlich auch nochmal verbessern. Schau mal auf Verträge. Ah ja, das sind halt alles Verträge, die halt alle hart auslaufen. Adlung zum Beispiel könnten wir verlängern um ein Jahr. Boulay, Schindler, Vitek, Wolf, Nandes, Ter Avis. Der wird halt jetzt schon gern 30.000 verdienen. Der verdient nur 2.300, das ist so geil. Wie wenig der bei uns eigentlich verdient. Marktwertsteigerung ist halt so übel, ne? Oh, der Fußballverband der Türkei. Da könnt ihr mir mal zu schreiben, was ihr davon halten würdet. Oh, top, der Junge. Hä? Kann der mit den Werten? Ja gut, der hat keine Stärke und so. 1,70 klein. Den könnten wir uns sogar kaufen mit 1,4 Millionen Marktwert.
Ein Ersatzspieler für den, den wir schon haben. Oh, ein 19-jähriger Stürmer, der schon 65 hat, ist auch nicht schlecht. Relativen Antritt 1,78. Könnten wir auch holen und dann verleihen. Das wäre auch eine Idee. Ja, und da hat er verlängert. Und die Türkei interessiert mich auf jeden Fall schon mal. Da kann man auch schon mal daraus was machen. Ihr könnt es ja in die Kommentare spammen. So. Ah, Stuttgart besiegt. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war's mit 1860 München für heute. Und Milan Nefgara auf Legende. Und wir sehen uns dann morgen wieder dann gegen FC Schalke 04. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.